Hallo, herzlich willkommen bei diesem Einsteiger-Webinar zur Sprache Steinpapier 2. Schön, dass Sie eingestiegen sind, dass Sie sich Zeit nehmen an diesem schönen, heißen Nachmittag. Zunächst hoffe ich, dass Sie angenehme, erholsame Sommerferien hatten und ja, auch Ihre Batterien richtig aufladen konnten, um wieder mit frischem Mut und mit Freude ins neue Schuljahr zu starten. Jetzt zu Beginn möchte ich auch Danke sagen, dass Sie sich für den Unterricht mit Sprache Steinpapier 2 entschieden haben. Ich kann Ihnen garantieren, Sie werden begeistert sein, mit diesem Buch zu unterrichten, nicht nur Sie, sondern auch Ihre Schulkinder. Vielleicht haben Sie mit der Fibel schon begonnen im Vorjahr oder aber Sie starten jetzt neu mit diesem Lehrwerk in der zweiten Klasse. Ganz egal. Dieses Einsteiger-Webinar gibt Ihnen nochmals alle Informationen, um einen reibungslosen Schulstart hinzulegen mit dem Buch. Sie bekommen ganz konkrete Tipps für die Vorbereitung, für den Unterricht und Sie werden auch nochmals in das Modellwortkonzept und was es beinhaltet eingeführt, sodass Sie alles, was Sie wissen müssen, auch parat haben dann. Mein Name ist Maria Müller, ich bin im Chat für Sie parat und werde Fragen beantworten, bin bei Veritas tätig und freue mich, Regina Nord und Marion Linda Paternostro zu begrüßen, unsere beiden Referentinnen und Autorinnen und Erfinderinnen des Modellwortkonzepts und werde Ihnen dann gleich das Wort geben. Zunächst noch eines, Sie bekommen den gesamten Foliensatz im Nachgang zugeschickt. Das Webinar wird außerdem auch aufgezeichnet. Ein Link zur Aufzeichnung, der folgt dann auch noch separat. Sie bekommen auch eine Teilnahmebestätigung. Und ja, am Ende des Webinars gibt es dann auch noch Informationen zu den Zusatzmaterialien, auch zu E-Books, Plusmodul, Audios und so weiter. Also all diese Dinge kommen dann gegen Schluss noch vor. Einstweilen sage ich mal Tschüss und komme später dann nochmals dazu und gebe das Wort jetzt an unsere beiden Referentinnen. Vielen Dank. Ich danke auch und auch ich begrüße an diesem schönen Sommernachmittag, der heuer sich lang zieht, der Sommer, dass Sie alle herzlich und danke, dass Sie trotzdem da sind. Wir werden es hoffentlich interessant und kurzweilig gestalten. Mein Name ist Marion Paternostro, meine Kollegin Regina ist auch da, wird nachher gleich sich noch selbst vorstellen. Wir stellen uns nicht lang vor, denn wir nehmen jetzt mal an, dass viele von Ihnen uns schon kennen von anderen Webinaren beziehungsweise von der ersten Schulstufe. Aber ganz kurz, wir sind beide an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule in Wien-Krems am Campus Strebersdorf tätig in der Ausbildung im Bereich Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Deutsch. Wir haben teilweise gemeinsame, aber auch unterschiedliche Schwerpunkte. Meiner ist Deutsch als Zweitsprache, Regina vor allem Lesen und Rechtschreiben. Ja, und wir waren beide sehr, sehr lang in der Schule. Wie lang, das lasse ich jetzt einmal der Fantasie über. Wir haben das Programm für heute so gestaltet, dass wir kurz nochmal über den Modellwortschatz sprechen wollen für alle, die damit noch nicht so vertraut sind oder damit sie das Grundkonzept verstehen. Genauer erklären wir das in den Webinaren, die es schon auf YouTube zum Nachschauen gibt, damit es nicht zu lang wird. Dann sprechen wir kurz über die Bestandteile, was, wann, wofür, über vor allem das erste Kapitel, wie man damit einsteigt, wie sie damit einsteigen und arbeiten. Den Aufbau, dann zeigen wir noch ausgewählte Aufgaben und Zusatzangebote kommen zum Schluss. Regina wird sich einmal mit dem Modellwortschatz befassen. Dankeschön, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte gar nichts mehr ergänzen zu dem, was du über uns berichtet hast und gleich auf den Modellwortschatz, der das Fundament in unserem Konzept darstellt, ein bisschen eingehen. Auf dieser Folie sehen Sie, ich habe es nur vergrößert, was denn das Modellwort, der Modellwortschatz im Detail ist, also worum es da geht. Modellwörter bilden die Basis für unser Konzept. Das bedeutet, es sind Wörter
die uns begleiten, die wir ausgewählt haben, weil sie repräsentativ sind für das, was unsere Rechtschreibung ausmacht. Also gleich einmal jetzt am Anfang ganz theoretisch, aber dieser Input ist einfach wichtig, um das ganze Konzept auch nachvollziehen zu können. Also wir wollen, dass Kinder Rechtschreibung verstehen und vor allem begreifen können. Und mit diesen Wörtern, die es uns geht, oder andere Wörter, die modellhaft für gewisse Regeln oder Regelhaftigkeiten herangezogen werden können, also passende, sollen die Kinder einen inneren Wortschatz aufbauen und mit diesem Wortschatz, und das ist auch einer meiner Schwerpunkte, dann frei und glücklich und motiviert Texte verfassen können. Modellwörter stehen also als Modell für Wörter in unserer Sprache. Und gleich konkret zum... Darf ich ganz kurz was ergänzen, Regina? Natürlich, wir haben... Weil die Frage manchmal kommt, sind Modellwörter Lernwörter oder widerspricht das oder ist das ein Unterschied? Und wenn ich darf ganz kurz, Lernwörter sind prinzipiell auch Modellwörter, also auch Modellwörter sind Lernwörter. Aber der Unterschied ist, das Modellwort dient als Beispiel für die Regeln. Wir wollen ja Strategien erwerben, während Lernwörter auch alle anderen sein können. Lernwörter ist sehr oft so gedacht, dass man ein Wort einfach auswendig lernt und dann kann man dieses halt. Unser Ansatz ist, dass ich dadurch, dass ich diese Wörter lerne, auch andere kann und damit einen größeren Wortschatz erwerbe. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs vernünftig erklärt. Aber die Frage höre ich einfach sehr oft oder die Regina auch. Jetzt müssen wir das einmal gleich freiwillig sagen und nicht auf die Frage warten. Und auf der nächsten Folie sehen Sie jetzt die Wörter, die wir als Modellwörter ausgewählt haben und die für gewisse Besonderheiten unserer Rechtschreibung stehen. Also Sie werden dann, wenn wir über das Konzept reden, sehen, dass sich mit den Wörtern die Kapitel füllen sozusagen. Das heißt, wir haben ausgewählt und reden dann genau darüber und denken darüber nach. Die Wörter sind ganz normale Wörter, die Kinder sehr oft verwenden wollen oder auch sollen, so wie fragen oder laufen oder gehen oder bringen, kommen. Das sind Wörter des täglichen Sprachgebrauchs in der Mündlichkeit, aber vor allem auch in der Schriftlichkeit. Und auf dieser nächsten Folie sehen Sie etwas ganz Wesentliches. Zusätzlich zu diesen einzelnen Modellwörtern, zu dieser Wortauswahl gibt es, wir nennen es Erweiterungswortschatz, Wörter, die ebenso modellhaft aus diesen einzelnen Wörtern mit diesen einzelnen Wörtern gebildet werden können. Das heißt, als Basis dient das Modellwort und die anderen Wörter passen von der Strategie, von der Regel einfach sehr gut dazu, sodass, wie du schon gesagt hast, Marion, eine Strategie erworben werden kann. Das heißt, in Sprache, Stein, Papier bauen wir Strategien auf. Wir gehen nicht davon aus, dass die Kinder die Wörter einmal sehen und sie können, sondern es geht uns darum, dass sie die Schreibung einfach begreifen. Also dieser Erweiterungswortschatz, und das ist pro Kapitel ebenso wie lernwortmäßig üblich, 6, 7, 8 Wörter, die einfach optimal dazu passen und die wir auch empfehlen. Und so ähnliche können Sie dann natürlich gerne auch selber im Unterricht dazu ergänzen, auf Basis dieser Wortauswahl. Ja, und nur ganz kurz, wie kommen wir zu dieser Wortauswahl? Wir gehen einen sehr astringenten, logischen Weg vom Einfachen zum Komplexen. Also Fragen ist sehr einfach und Kommen ist insofern komplex, weil es eine wunderbare Regel, weil es einer Regel entspricht, nämlich der Doppelmitlaute. Es sind Wörter, die zuerst die Regel betreffen und die Ausnahmen, die wir dann auch als solche, als Ausnahme benennen, die kommt dann erst bei Gelegenheit. Ebenso geht es um das Wort, inwieweit anhand des Wortes die Strategie erkannt werden kann. Weil oft ist es einfacher, manchmal ist es schwieriger. Natürlich die Wörter, die die Kinder schreiben wollen aus dem Sprachgebrauch der Kinder und aus unserem Erfahrungsschatz. Wir wissen einfach, nachdem wir lange im Unterricht waren, welche Wörter die Kinder immer wieder falsch schreiben, gern falsch schreiben oder, und die gehören natürlich ebenso aufs Tapet und mit thematisiert. Und wir haben schon von Strategien
und Regeln gesprochen. Wir bauen im gesamten Lehrwerk und eigentlich fangen wir in der ersten schon damit an, aber in der zweiten dann ganz konkret einzelne Strategien auf, und zwar Strategien, die unsere Rechtschreibung, die den Prinzipien der Rechtschreibung entsprechen. Und alle diese Strategien haben Symbole. Sie sehen hier einen Baumstamm. Das wichtigste Prinzip ist das Stammprinzip. Und das ist so wunderbar verlässlich und super drupper, dass sich die Kinder, wenn sie nach den Bausteinen einer Sprache Wörter schreiben, sie eigentlich immer richtig schreiben müssen, weil die Bausteine, der Stamm, gleich oder so gleich wie möglich geschrieben wird. Und wollen wir die Kinder einfach, wollen wir, dass sie sich auseinandersetzen, dass sie vergleichen, dass sie das anschauen. Ist der Stamm gleich oder ist er fast gleich? Weil nicht gleich ist nur ganz selten. Das zweite Symbol, und wir gehen dann noch ein bisschen mehr drauf ein, betrifft das Verlängern der Wörter. Das Verlängern ist keine Strategie, aber es ist ein Trick. Also Strategie ist es schon, keine Regel, aber es ist ein Trick. Wenn ich Wörter verlängere, kann ich oft den Buchstaben besser hören, deutlicher. Ich kann ihn hörbar machen. Zum Beispiel in manchen Fällen das H bei gehen. Das dritte Symbol, jetzt ohne bestimmte Reihenfolge, ist die Länge und Kürze eines Vokals. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir fangen in der ersten schon an, aber das spielt keine Rolle. Man kann immer wieder dies zum Thema machen. Man kann und muss sogar, weil es einfach sehr komplex und nicht selbstverständlich ist, darüber nachdenken, ist ein Laut, ein Vokal kurz oder wird er lang gesprochen. Das zieht sich durch die zweite Klasse durch. Also wiederum etwas, was die Kinder erst wahrnehmen lernen müssen. Das ist extrem schwierig, ein Laut lang oder kurz zu erkennen. Aber so wahnsinnig toll verlässlich, weil darauf baut sich die gesamte Doppelschreibung auf. Das vierte Symbol betrifft dann die Groß- und Kleinschreibung. Woran erkenne ich, dass ein Wort ein Namenwort ist oder wie ein Namenwort verwendet wird? Mit einer ganz simplen Frage, und die ist, hat drei Teile, drei Wörter, wer bin ich? Die Kinder personifizieren ja alles in ihrem kindlichen Dasein und wie auch immer. Also wer bin ich? Ich bin das Handy, Handy ist mein Name. Und wenn ich auf diese Art und Weise die Kinder mit der sehr abstrakten Wortart, Namenwort konfrontiere, dann bekommen sie ein gewisses Gefühl dafür. Und das ist unser Ziel, dass sie ein Gespür dafür kriegen, würde man in Österreich sagen. Ja, das sehen Sie hier. Die fünfte Strategie betrifft dann die einzelnen Bausteine und die ist kongenial. Und das, was dann übrig bleibt, ist ein Smiley mit einer Lupe und der sagt, hoppala, oh nein, Hilfe, das ist ein Merkwort, da hilft mir leider gar nichts und das muss ich einfach wissen. Aber das Schöne ist, alles andere sind keine Merkwörter. Kommen ist kein Merkwort. Wenn ich die Regel kenne, in dem Fall die Regel, dann brauche ich nie kommen, schreiben. Ich muss nur wissen, O ist kurz, deswegen 2M. Und das, was Sie hier sehen, ist unsere Kartonbeilage, auf die wir ganz besonders stolz sind. Ich sage unseren Studierenden immer, das repräsentiert die gesamte Rechtschreibregellandschaft. Wenn Sie das auch als Erwachsener sich einmal vergegenwärtigen, anschauen, dann wissen Sie, warum man ein Wort so schreibt und nicht anders. Und die Rückseite der Kartonbeilage ist ein ABC-Dackel. Der wird verwendet und wir zeigen Ihnen dann noch die Seite, wo der auch eingeführt wird. Die schaut genauso aus, aber diese Kartonbeilage dient dazu, dass die Kinder ebenso wieder ein Gefühl dafür bekommen, wo ist der Buchstabe im Alphabet. Sie wissen es genauso wie wir, wenn Kinder ein Wörterbuch in die Hand nehmen, fangen sie bei A ganz oben zu lesen an und finden dann hoffentlich das Wort oder wahrscheinlich nicht. Ja. Das heißt, sie brauchen einmal ein ungefähres Verständnis dafür, ist der Buchstabe Anfang, in der Mitte oder am Schluss. Und wir haben das mit diesem Farbverlauf und dem langgezogenen Dackel hier versucht darzustellen und in die Welt der Kinder zu bringen, dass sie einmal wissen, ungefähr ist es eher am Anfang, eher in der Mitte oder eher am Schluss. Und damit sich die Kinder an dieses Bild gewöhnen, kann diese Kartonbeilage einfach dann, wenn die Kinder im Wörterbuch Wörter suchen, üben, dabei liegen.
weil ABC-Aufsagen ist eine Sache, aber das Wort schnell im Wörterbuch finden und auch im Computerzeitalter. Wollen wir das, dass Sie das tun, hilft das bestimmt. Die Bestandteile wird Marion jetzt präsentieren. Wahrscheinlich, ja, präsentieren, bitte. Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, weil ich gerade diesen Dackel so lange angeschaut habe, es hat leider nichts mit dem Konzept zu tun, aber wir sind so glücklich mit der Illustratorin. Ja, das stimmt. Muss ich jetzt einfach gesagt haben. So, die Bestandteile. Es gibt beim Sprachbuch, ich habe es gerade rausgesucht, weil eine Frage war, oder rausgeholt, es gibt zwei Teile für das Grundwerk, für das Sprachbuch, einem Teil A und Teil B oder Band A und Band B. Zusätzlich gibt es das Lesebuch, das diesmal wirklich dann schon ist. Wir sind ja schon in der zweiten, ein Buch ist. Dann den Umstiegslehrgang von Druckschrift auf Schreibschrift für alle, die das nicht schon in der ersten erledigt haben, mit dem Beginnen mit Schreibschrift beziehungsweise schon damit angefangen hatten. Und es gibt in dem Fall zusätzlich extra zu bestellen, da liegt da den Wörterblock, der alle Modellwörter schon fertig zum Ausreißen hat, wie auch in der ersten Schulstufe, nur halt jetzt nicht im Paket. Auf CD-ROM sind zusätzlich dann noch interaktive Übungen und dann gibt es auch noch den Materialienband und natürlich immer noch unsere Friedrich-Handpuppe. Darüber reden wir später vielleicht noch kurz. Wer sind unsere Leitfiguren? Weiterhin Friedrich Nasenbär, der schon in der ersten Schulstufe ein Schulkind war, jetzt in die zweite Schulstufe geht, seine kleine Schwester Fini und Freunde und Freundinnen aus seiner Klasse. Und es kommen auch immer wieder Kinder dazu, wie es halt im normalen Schulleben ist. Wer mit dem Buch erst jetzt zum ersten Mal einsteigt, nicht schon in der ersten Schulstufe dabei war, wird aber ganz schnell einerseits die Hauptakteure und Akteurinnen kennenlernen. Also das geht ganz schnell, dass man mit denen vertraut wird und auch mit dem System ganz, ganz leicht sich zurechtfinden. Es ist also kein Problem, umzusteigen oder neu einzusteigen. Wer schon in der ersten damit gearbeitet hat, findet eben viele, viele Vertraute. Das Sprachbuch ist in 18 Kapitel eingeteilt, das heißt, in jedem Band sind 9 Kapitel. Unsere Kapitel sind immer so geplant, dass sie ungefähr 2 Schulwochen umfassen und wir auch Ferien, Feiertage und so weiter mitbedacht haben und sich es daher gut und locker ausgeht, dass man durch Schuljahr kommt. Die Themenfelder sind natürlich aus der kindlichen Lebenswelt, wobei wir auch da uns bemüht haben, wirklich ein Stadt und Land zu berücksichtigen, unterschiedliche Lebensbedingungen und Umstände, auch sozial und soziokulturell, so, das wollte ich sagen. In jedem Kapitel führen wir auf die unterschiedlichen Schreibintentionen hin, das bauen wir schon ab der zweiten ganz grundlegend auf und das Lesen wird dann natürlich auch hier stattfinden, aber im Lesebuch besonders abgedeckt. Das heißt, was gehört zusammen? Das Sprachbuch mit dem Wörterblock und dem Lesebuch sind genau aufeinander abgestimmt und damit hat man eine gute Grundausstattung und spart sich eigentlich großteils kopieren und irgendwas dazu zu holen. Der Wörterblock ist eben so aufgebaut, dass Modellwörter angeboten werden, und dann, ich suche gerade eines, und dann wirklich hier durch Abschneiden, Falten, Kleben, ich glaube, das sieht man hier ganz gut, die aus dem Wortstamm die unterschiedlichen Wörter gebaut werden können und sichtbar wird, aus dem A wird ein Ä oder hier enden sich die Endungen, die Flexionsendungen oder Personalformen. Und dieses Sichtbarmachen von der Struktur der Sprache, der Strategie ist etwas, das wir eben, und das hat die Regina ja schon lange erklärt und ich habe es auch kurz erwähnt, dass uns ganz wichtig ist, dass Kinder das System verstehen und es damit auf andere Wörter übertragen können. Es geht uns nicht darum, dass die dann nur kalt und laufen schreiben können, sondern dass die aus dem heraus verstehen, Sprache hat System und sie hat eigentlich ein gutes und aus dem heraus ihren Wortschatz fundiert erweitern können.
Für auch diese Frage gab es schon, der Wörterblock ist in Druckschrift. Das hat viele unterschiedliche Gründe, aber wenn Sie ihn in Schreibschrift brauchen, so ist er im E-Book als PDF-Download verlinkt und man kann es ausdrucken und kopieren. Also das wäre jetzt auch nicht das Problem. Das Lesebuch, über das willst du sicher sprechen, Regina? Ja, gerne. Das Lesebuch ist in A4-Größe und ist auf das Sprachbuch abgestimmt. Das heißt, die Kapitel sind thematisch gleich ausgerichtet und auch die Wörter, die Wortauswahl ist entsprechend. Das wissen nur Insider wie Sie, wenn Sie es durchblättern. Das heißt, der sprachliche Schwerpunkt, der rechtssprachliche Schwerpunkt wird auch im Lesebuch einfach anhand des Wortmaterials den Kindern so quasi nebenbei vermittelt. Nicht bewusst, aber nebenbei. Wie ist es aufgebaut? Es hat aus seitentechnischen Gründen abwechselnd einmal, also aus Menge, wir konnten nicht mehr machen, einmal zwei, einmal vier Seiten. Aber das ist regelhaft. Und zwar entweder eine Seite zum Lesen, also es ist immer ein Text zum sinnerfassenden Lesen, oder auf der anderen Seite und. Und auf der anderen Seite entweder etwas, um eine Lesestrategie erkennen zu lernen und sie zu erproben, oder ein regelrechtes Lesetraining. Es ist viel, aber es ist sehr effektiv, denn es berücksichtigt verschiedenste Aspekte des Lesetrainings. Es geht auf einen Seiten nur um das genaue Lesen. Das sehen Sie hier zum Beispiel. Da steht viermal, fünfmal Frühling und einmal ist beim Frühling irgendein Tippfehler. Also es ist kein Tippfehler, sondern ein Buchstabe absichtlich falsch geschrieben. Oder in diesem sehr lustbetonten, es sind alle Texte sehr motivierend. Ich finde es so, dass man sie sich als Erwachsener auch gerne liest. Müssen Sie mal durchblättern. Aber in diesem zweiten Lesetext hier ist immer wieder mal ein I angehängt. Das liest sich auch sehr witzig, wenn man es laut liest. Also es ist nicht ausschließlich zum sinnerfassenden Lesen das auch, sondern es berücksichtigt weitere ganz wesentliche Aspekte. Hier geht es um Augentraining, also mit den Augen springen. Auch das wissen wir nachweislich, dass es hilfreich ist für den Erwerb eines Lesetempos. Außerdem beziehen wir immer wieder Seiten auf Kinderliteratur, die wir empfehlen. Und es sind auch ganz viele Ideen drinnen, Ideenpool, bei dem es darum geht, das Leben als etwas Bereicherndes zu erfahren. In dem Fall geht es um die Empfehlung eines Tandemlesens. Das wäre zum Beispiel eine Lesestrategie-Seite. Da gibt es eine regelrechte Hinführung, wie man den Kindern diese Strategie näher bringt. Es steckt also die Didaktik dahinter. Anhand dieser Aufträge, die doch mehrere sind, aber wenn man Unterricht genauso aufbaut, dann ist es etwas, wo Sie es leicht haben, weil Sie genauso vorgehen können. So, und das ist überhaupt etwas ganz Spezielles in unserem Lehrwerk und im Lesebuch und in diesem eben auch. Sie sehen hier drei Texte, die sich alle auf denselben Inhalt beziehen. Es geht um Ordnung im Federpenal. Und diese Texte haben einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad in mehrerer Hinsicht. Also hinsichtlich des Satzbaus, hinsichtlich des Verständnisses und auch hinsichtlich der Fragen, die dazu gestellt werden. Das heißt, das ist Differenzierung pur. Für jedes Kind der richtige Text. Jetzt können die einen oder anderen mehrere davon lesen. Es kann das Kind auswählen. Sie können sie mit dem Kind gemeinsam oder auch für das Kind auswählen, welchen Text es lesen darf, soll oder welcher Text als Hausübung gegeben wird, welcher in der Schule gelesen wird und welcher einfach ausgelassen wird. Also nachdem die Heterogenität ja sehr, sehr massiv ist, ist das ein Angebot, das Sie mit Sicherheit nützen werden können. Ja, und der Umstiegslehrgang ist, ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht sehr viel zu sagen. Wir haben ihn allerdings so aufgebaut, dass wir, die Kinder kennen ja schon alle Buchstaben und ihre Lautzuordnung. Daher ist das jetzt nicht mehr im Vordergrund, sondern die Buchstabenformen. Und wir haben daher ähnliche vom Schreibablauf zusammengruppiert und vom
einfacher zu schreibenden Buchstaben zum schwierigeren. Mehr ist dazu jetzt nicht zu sagen. Es ist zwar durchdacht, aber ich will mich da nicht so lange aufhalten, weil wir haben immer so viel zu sagen, dass uns die Zeit davon läuft. Der Materialienband, da muss ich was sagen, denn ich liebe ihn sehr. Im Materialienband haben wir, also den gibt es mal als gedrucktes Werk und dann gibt es einen Link, wo Sie auch alles Mögliche ausdrucken können, weil es dann farbig ist, weil nicht alles da reingepasst hat, was wir an Ideen hatten, weil man manchmal etwas vielleicht auf dickeres Papier drucken möchte. Denn es ist mal am Anfang das Konzept erklärt, es ist erklärt, warum welches Wort, was an dem Wort besonders ist, was nicht. Zum Ablauf der Kapitel ist ganz viel geschrieben, wie gehe ich damit um, was könnte ich noch machen, welche Varianten gibt es dazu. Aber dann kommt mein Herzstück, also für mich ist das Herzstück, nämlich die Materialien zum Ausdrucken. Und da haben wir ganz viele Karteien. Einige davon fangen jetzt, oder eigentlich alle fangen in der zweiten so richtig an. Es gibt drinnen eine Wortfamilienkartei. Eine Wortfamilienkartei, die wir über 4 Jahre aufbauen und die natürlich in bunt viel hübscher ausschaut, aber wo wir wirklich zu jedem unserer Modellwörter einen Wortstamm anlegen und Übungen dazu. Eine Rechtschreibkartei, eine Rechtschreib- und Sprachbetrachtungskartei, Entschuldigung. Dann gibt es Satzstreifen für Schleichdiktate, zum Modellwortschatz abgestimmt auf die Kapitel, ob sie es dann als Schleichdiktat oder Dosendiktat, Diktat einsetzen, gleich. Dann gibt es ganz viel auch für die Arbeit in der Klasse, Satzstreifen zum Zerschneiden, aber auch für die Klassenorganisation und. Und natürlich eine Jahresplanung. Und Verfassen von Texten, entschuldige. Verfassen auch Texten natürlich auch. Viele Zusatzangebote, richtiges Übungsmaterial. Ja, also es gibt eine eigene Verfassen von Texten-Kartei. Und das Schöne ist, die wächst über die 4 Jahre. Sie haben dann wirklich nach 4 Jahren eine gut sortierte Kartei in der Klasse stehen, wo die Kinder individuell und differenziert damit arbeiten können, gerade in diesen heterogenen Klassen, wo sie selbst sich schlecht in 25 Teile klonen können. Erstaunlicherweise gelingt uns das noch immer nicht. Und da ist es gut, wenn man einfach aus dem Regal Passendes nehmen kann. Ja, jetzt kommt das erste Kapitel, der Aufbau eines Kapitels. Ich fange noch kurz an und Regina übernimmt. Im ersten Kapitel stellen wir nochmal die Kinder unserer Klasse vor, willkommen in der zweiten Klasse, und haben einen Impulstext mit einem Impulsbild. Immer auf der ersten rechten Seite eines Kapitels ist ein Bild und dazu ein Text, den die Kinder inzwischen ja schon selbst lesen können, mit passender Anschlusskommunikation. Das heißt, da ist der Schwerpunkt im natürlich hinführend auf die Modellwörter und die Themen dieses Kapitels, auch hinführend auf die Schreibabsicht in dem Kapitel, wo wollen wir hin. Aber die Intention ist einfach Wortschatz, über Bilder sprechen, zu Texten sprechen, die sprachliche Kompetenz einfach fördern. Und da führen wir hin mit diesem Einstiegs, das ist in jedem Kapitel die erste rechte Seite. Regina. Okay, in diesem ersten Kapitel haben Sie andere Inhalte als dann in den restlichen Kapiteln. Ab Kapitel 2 ist Sprache, Stein, Papier 2 sehr chronologisch und sehr gleichförmig aufgebaut, aber das erste Kapitel, mit dem ersten Kapitel wollen wir einfach, wie es im Schulalltag so üblich ist, wenn die Ferien enden und der Schule beginnt, ein bisschen auffrischen, an den Ferien andocken. Also was hier aufgebaut wird, sind Verben, aber das ist nicht das, was die Kinder sehen, wenn sie die Seite aufmachen oder sie nicht. Also sie schon, aber die Kinder nicht. Sie entscheiden einfach, was sie in den Ferien, in der Schule machen, auf der linken Seite, und was ich in den Ferien mache. Also sie sehen, es geht um wir und es geht um ich, es geht um Personalformen, es geht um die Infinitivform und es geht darum, dass die Kinder hier entscheiden, ich mache es oft, manchmal oder nie. Und dass sie Verben schreiben, die wir aber gar nicht als solche bezeichnen, sondern nur einmal im Prozess diese anwenden.
Was Sie hier noch sehen, sind wie auf den meisten Seiten, also fast allen Seiten, außer Verfassen von Texten und der letzten, haben Sie hier Schreibangebote. 1, 2, 3, Schreiben, 1, 2, 3 nennen wir es. Und bei diesen Schreibangeboten können die Kinder oder können die Kinder das, was auf dieser Seite besprochen, thematisiert wird, noch einmal festigen. Festigen in dem Sinne, dass sie in ihrem eigenen Heft Sätze damit bilden, beziehungsweise Wörter davon schreiben. Also das sind 4 Zeilen oder 3, manchmal 5, sehr selten 3 oder meistens 4. Und dies ist ein differenziertes Angebot für eine Festigung in der Schriftlichkeit. Und wir haben dann hinten noch ein Hausübungsangebot genauer. Da werden wir dann ein bisschen darauf eingehen, wie Sie das im Unterricht gestalten können. Aber dieses Schreibangebot ist regelhaft auf allen Seiten und ist insofern praktisch, dass es einfach zum Inhalt der Seite optimal passt und differenziert ist. Auf der nächsten Doppelseite geht es inhaltlich um das ABC, auch etwas, das man wieder in Erinnerung rufen muss oder wahrscheinlich erst wieder erarbeiten, besprechen muss nach den Ferien. Das heißt, verschiedenste Übungen zum ABC. Es gibt ein ABC-Lied, es gibt ein Sprachestein-Papier-Lied 2 und dazu auch eine Strophe zum ABC. Das ist der Text dazu, das kann man singen oder auch aufsagen, es reimt sich. Und auf der rechten Seite, wie Sie sehen, wird dann der Dackel eingeführt. Es ist die idente Gestaltung wie auf der Karte, aber eben bei der Hand. Die Karte, die Kartonbeilage kann ich einfach immer schneller mal herausholen, falls ich sie nicht wo verlegt habe. Und hier lernen die Kinder, wie wir Wörter im Wörterbuch finden, aber sukzessive und kleinschrittig. Hier geht es einmal nur darum, die einzelnen Wörter, die hier stehen, in diesem ABC-Dackel an die richtige Stelle zu setzen und dort reinzuschreiben. Und spielerisch wird dann das ABC wiederholt und es geht nur darum, Wörter zur richtigen Stelle zu geben, um sich wieder an das ABC zu gewöhnen. Auf der nächsten Doppelseite geht es darum, dass die Kinder selber Wörter aufbauen, selber Wörter schreiben, anhand von Buchstaben, anhand von Bildern, dass sie selber einmal Texte schreiben, um wieder in dieses Schreiben, sie sind ja doch in der zweiten Klasse und nur immer kleine Mausis und die erste Klasse ist lang her. Das heißt, sie sollen langsam wiederum sich daran gewöhnen beziehungsweise eigene Sätze schreiben dürfen und haben dazu Schreibangebote. Und auf der rechten Seite ist wieder das Wörterbuch, also das ABC setzt sich hier fort in der Einführung des Wörterbuchs. Mit Finny, Friedrich sucht ein Wort im Wörterbuch und die kleine Finny, die kleine Schwester, sagt, in der Zeitung stehen auch viele Wörter. Also es ist ein gewisser Witz, der ist aber wahrscheinlich jetzt nicht rübergekommen. Aber wenn Sie es lesen, werden Sie es nachvollziehen können. Und bereits im ersten Kapitel ist ein roter Ball, der hier eine große Rolle spielt. Und dieser rote Ball steht für die Wortart Zeitwort. Dieser rote Ball bewegt sich. Mit diesem roten Ball können die Kinder etwas machen. Wir wollen eher das Wort tun, wir haben sehr viel diskutiert, sehr viel gestritten, sehr viel überlegt. Wir hätten gern Machwort gehabt, aber weil die Kinder immer wieder schreiben, ich tue lesen, ich tue schreiben, wir haben jetzt einfach das Tunwort nirgendwo irgendwie erwähnt. Wir gehen dann gleich vom Zeitwort aus und erklären dann später, warum Zeitwort, wenn es um die Einführung der einzelnen Zeiten geht. Entschuldigung, ja, aber meine dritte Enkeltochter, die jetzt in die Schule kommt, hat auch unlängst gesagt, ja, aber wenn ich schlafe, dann tue ich ja nichts. Genau. Und wenn ich nachdenke, tue ich auch nichts. Also es hat was, Entschuldigung, aber ich fand das so herzig. Kinder, ja, das stimmt aber. Das stimmt absolut. Also schlafen wäre demgemäß kein Tunwort, deswegen wollen wir eigentlich den Kindern entsprechend gehen wir gleich vom Zeitwort aus. Ja, aber dieser Ball ist deswegen ein großer roter Ball, der hier sehr deutlich auch zum optisch erkennbar ist, weil daraus das Wortartensymbol roter Kreis wird, mit dem wir dann das Prädikat
im Satz auch kennzeichnen, dass die zentrale Rolle bei der Satzgliedbestimmung hat. Aber das ist dann Zukunfts-, das kommt erst. Aber hier, wir haben, Marion sagt das immer so gern, das Sprachbuch von hinten gedacht. Gell? Und wissen, wie früh man wie anfangen kann, damit die Kinder einfach alles, was möglich ist, nur begreifen können. Ja, ja. Vor allem, wir haben wirklich von der vierten zurückgedacht und damit auch nach 30 Jahren in der Schule, das wissen sie selbst auch, die schon länger in der Schule sind. Man weiß dann, was man in der ersten anders machen muss, damit man nicht 4 Jahre dagegen ankämpfen muss, dass man in der ersten was anders gesagt hat, als eigentlich später Sinn machen würde. Mhm. Also wir versuchen uns viel Zeit zu ersparen, indem wir Übungszeit oder Wiedergutmachzeit, indem wir von vornherein Dinge so anbahnen, dass sie einfach haltbar sind, auch mit einem erweiterten Wissen. Das heißt, methodisch, didaktisch bietet es sich an, dass Sie tatsächlich einen roten Ball in die Klasse mitbringen oder was auch immer, Luftballon nicht, einen roten Ball besorgen oder ausleihen. Und dies, was hier als Gymnastikball im Turnsaal. Ja, stimmt. Gymnastik, danke. Ja. Super. Dies, was hier in der Schriftlichkeit im Buch vorliegt, einfach zuvor im Unterricht durchführen. Also bevor noch das Buch aufgeblättert wird, nehmen Sie einen Ball, setzen sich mit den Kindern im Kreis auf und dann sprechen Sie das, was hier empfohlen wird. Der Ball rollt auf dem Boden, der Ball fliegt, der Ball liegt und so weiter. Und dann kommen die Kinder mit Sicherheit noch auf andere Ideen, was der Ball alles machen kann. Und dann folgt als nächstes erst das Aufschlagen des Buches und das Bearbeiten dieser Seite. Ebenso auf der nächsten Seite, auch das ist zentrale Methodik, um die Bedeutung des Zeitwortes einzuführen und bewusst zu machen anhand dieser Auftragsröllchen. Also das erste Wort ist immer ein Verb, das man ausführen muss. Spring hoch, dreh dich im Kreis, also ein Schlaf eine Runde und dann sind wir beim Schlafen, Marion, und dann machst du das so und ich führe auch etwas aus. Ich mache das. Ja, ich tue zwar nichts im Sinne der Semantik, aber ich führe etwas aus. Ich schlafe eine Runde. Ebenso hier bietet es sich an, dass Sie Auftragsröllchen gestalten, nachbauen. Wir haben im Materialienband mehrere zur Verfügung, die Sie heranziehen können und verwenden können. Und dass Sie dann eine sehr fröhliche, lustbetonte Stunde mit vielen bunten Aufträgen machen, um dann im Anschluss diese Seite zu bearbeiten. Und für die Nachmittagszeit, für die Hausübungszeit haben Sie dann unten hier diese Angebote zusätzlich. Oder für in der Schule und zu Hause und so weiter. Ja, das ist eine nette Doppelseite. Und die liebe ich überhaupt, heißt das, der sollte ein Plakat machen. Das ist die erste Verfassung von Texten, erkennbar an dem gelben Hintergrund. Und auf dieser Seite geht es um das wesentliche Merkmal, woran man eine Erzählung erkennt. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Texte kontrolliert, auch beim Biffi geratet und auch selber Schularbeiten und auch was auch immer gelesen. Und das Wichtigste ist, dass die Kinder ein Schlüsselelement auswählen und darüber erzählen und keine Geburtstagsfeier darunter berichten. Wir haben das gemacht. Und es war ein netter Tag. Das sind genau die Geschichten, die Kinder schreiben würden. Die Geschichten, die aber keine Erzählung ausmachen. Also das Wichtigste ist, dass die Kinder aus all dem, was passiert ist an diesem Geburtstag oder in den Ferien, wie Sie hier auf der linken Seite sehen, das sind Berichte von den Ferien, dass sie etwas auswählen, das erzählenswert ist. Ja? Und was ist denn das und das und das geschehen, aber was ist daran Besonderes passiert? Und dem fällt der Eiskugel runter. Und der verletzt sich und dem fällt der Schuh in den Bach und der füttert ein junges Vogel. Also, und dann überlegen die Kinder, ja, was ist denn das kleinste Teil, aus dem ich eine Geschichte schreiben kann? Und was Sie hier sehen, ist eine Erzählkette, die wir aufbauen, die hier beginnt am Anfang der 2. Klasse und die quasi die Gliederung, den Aufbau einer Geschichte darstellt, wo die Kinder aus Stichwörtern zu Stichwörtern eigene Stichwörter dazu schreiben können, wann, was und wo. Und dann
anhand dieser Stichwörter in der Mündlichkeit hier erstmal ganz am Anfang eine Geschichte erzählen, in der all diese Elemente vorkommen. Und auch da ist die Arbeit in der Klasse so, dass sie eigentlich nur eine rote Schnur, einen roten Faden, eine Springschnur brauchen. Und diese Erzählperlen oder Kugeln sind die Materialien im Band zum Ausdrucken beziehungsweise auf dem Online-Ding auch schon farbig. Das heißt, die legt man auf und dann geht das Kind wirklich, das haben wir auch im Bifi themenhaft lang beschrieben, erzählt, roter Faden, steht daneben, beantwortet die Frage, spricht dazu. Also dieses Machen und Tun und Entlanggehen und zu sehen, da stehe ich ein Weilchen und rede drüber, da kann ich 2, 3 Schritte machen, aber da vorne immer nur einen. Das hat ganz viel Sinn und das gibt es eben auch immer als Klassenmaterial zum Auflegen an der Tafel, am Boden. Entschuldige, das ist mir, das war ganz welche wichtig. Material ein Band da liegen hat. Ja, das war ganz wichtig, dass man dies im Unterricht didaktisch auch so gestaltet. Ja. Gut, und auf unserer letzten Seite des ersten Kapitels und aller anderen Kapitel auch gibt es einen Kompetenzcheck. Dieser Kompetenzcheck enthält alle Bereiche des Lehrplans, die möglich sind, außer Sprechen, das ist hier nicht integriert natürlich, und überprüft unter Anführungszeichen. Es ist etwas, das als Selbstkontrolle dienen kann für die Kinder, die das ausführen und dann einschätzen, war das schwierig, was war leicht. Wie auch immer sie damit umgehen können, es besteht auch die Möglichkeit, dass sie es quasi am Ende gemeinsam mit den Kindern durchführen oder dass die Kinder allein machen und sie kontrollieren das dann und besprechen und überarbeiten und arbeiten nach. Aber es betrifft die Aufgaben, die in dem Kapitel vorgekommen sind. Also da oben sehen Sie sehr klein, aber die Kinder sollen das aufschreiben, das Verb, das Sie hier abgebildet sehen. Ja. Und die Lösung ist online abrufbar, auch für die Kinder, aber ist absichtlich hier nicht abgedruckt, denn sie könnten es ja, wie gesagt, als Überprüfung nutzen, um festzuhalten, welche Kompetenzen haben die Kinder schon. Entschuldigung, Regina, ich glaube, wir müssen noch schneller reden. Wir müssen auf Zeit achten, deswegen überspringe ich diese Lesebuchseite und du kannst gleich über den Aufbau ganz kurz, weil die... Ja, ganz kurz, weil ich glaube, wir haben schon vieles dazu gesagt. Ja. Also wie gesagt, die erste Kapitelseite von den 18 Kapiteln ist immer ein Impulsbild in einer Alltagssituation, also Friedrich in einer Alltagssituation, die es aber in der Lebenswelt der Kinder auch gäbe, ein Lesetext und immer ein Sprechimpuls dazu. Uns ist das Sprechen ganz besonders wichtig. Gerade da haben wir so viel Vielfalt in der Klasse. Dann folgen 4 Seiten zu dem ersten Modellwort, das heißt, es wird als erstes Wort in diesem Kapitel immer ein Verb eingeführt und das wird 4 Seiten lang im Fokus stehen, wobei es zuerst einmal eingeführt wird mit dem Wortstamm. Dann kommt die Besonderheit, die strategisch zu diesem Wort passt als Schwerpunkt und damit nehmen wir auch oft schon andere Wörter mit oder meist sogar. Dann auf der 4. Kapitelseite oder 3. zum Modellwort kommt dann der erweiterte Wortstamm, also zum Wortstamm Wörter, die dazugehören. Das ist bei Kommen relativ einfach, aber denken Sie, bei Schreiben zum Beispiel wäre es Schrift, also gar nicht so einfach. Und die 5. Kapitelseite befasst sich wieder mit dem Wortstamm und allem drumherum, aber auch schon erweiternd. Dann kommt die Erarbeitung konkret, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, weil Sie sehen das im Buch sehr deutlich und ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. Aber wie ich gerade gesagt habe, das wäre die erste Seite zu dem Wortstamm und dazu gehört dann auch die Erarbeitung im Wörterblock, beziehungsweise da gibt es dann kein Wörterheft mehr, da schreiben die Kinder in jedes Heft, das sie auswählen, aber die Wörter sind im Wörterblock noch vorhanden. Dann kommt die Seite, wo es eben um das Besondere geht. In unserem Fall haben wir eine Konsonantenverdopplung. Das heißt, wir müssen gut darauf achten, ist der Vokal lang oder kurz? Und das ist hier der Schwerpunkt. Denn auf einen kurzen folgen einfach 2 Mitlaute. Und habe ich nur einen, so wie hier, dann muss ich ihn halt doppelt machen.
Auf der dritten Seite hier ist dann Wortschatzarbeit zu diesem Modellwort. Da wird es angewandt, verwendet in all seinen Facetten und Varianten, die altersentsprechend passen. Aber auch zum Beispiel Wortfelder würden sich hier finden, eben Synonyme oder Wortgruppen zu Themen, was passt nicht und so weiter. Und zur, ja. Ich wollte sagen, nur ganz konkret, hier auf der Seite geht es um Kommen und Bekommen. Und hier kann auch ebenso im Unterricht diese Situation nachgespielt werden, im Rollenspiel dargestellt. Was bedeutet denn Bekommen? Ich bekomme so viel Geld zurück. Also Bekommen nicht nur im Sinne von Schenken, sondern auch in einer anderen Bedeutung. Ihr wollt nur noch ergänzen. Ja, und vor lauter schnell habe ich natürlich auch nicht gesagt, aber das lasse ich jetzt weg. Wann immer so ein, ich sage es jetzt einmal, so ein blaues Sprechblasenfeld ist, haben wir einen Sprechimpuls, etwas, wo Kinder entweder Satzbaumuster üben mit ein bisschen spaßiger als die ursprünglichen Reinsprechübungen, aber es geht um Satzbaumuster, oder ein Rollenspiel angeregt wird oder vielleicht auch eine Internetrecherche mit darüber diskutieren. Wenn Kopfhörer dabei sind, gibt es dazu auch eine Audiodatei, die man sich anhören kann. Auch die Kinder, wenn keine Kopfhörer da sind, dann ist es sowieso hier erklärt, was zu tun ist. Ja, und wie gesagt, die letzte Seite zu dem ersten Modellwort ist dann eine, wo wir den Wortstamm nochmal erforschen, nochmal vergleichen, nochmal schauen, wie ist das mit anderen Wörtern, funktioniert das da auch so, und die Strategie weiterführen, eben auf im Sinne des Regelwortes, trifft das immer zu, trifft das auf andere zu, und haben hier, Regina zeigt schon deutlich, am rechten Rand immer wieder so ein blaues Kästchen. Das sind unsere Forscheraufträge, das heißt, da wird über Sprache gesprochen, nachgedacht, gemeinsam eine Regel untersucht, gefunden und auch formuliert. Also wir wollen nicht, dass die Kinder brav Regeln auswendig lernen, sondern dass sie die Regel herausfinden, natürlich mit unserer und vor allem ihrer Unterstützung, aber dass sie auch eigene Formulierungen dafür finden, weil dann kann es auch umgesetzt werden. Das Auswendiglernen von nach LNR, das merkt ihr ja, führt leider selten zu einer Richtigschreibung oder sehr lang noch nicht. Dann kommt schon das zweite Modellwort, das heißt, wir sind auf der 6., 7., 8., 9. Kapitelseite und da läuft es ganz genauso wieder. Das Wort wird eingeführt. Hier kommen oft Namenwörter, also Nomen, Adjektive, also es können alle Wortarten hier sein. Das erste ist immer ein Verb und das zweite Modellwort ist aus dem vollen Repertoire etwas ausgewählt, das auch passt und das auch vor allem von der Rechtschreibstrategie passt. Also wir haben gerade gesehen, wir hatten kommen mit dem Doppel-M und das CK und TZ ist ja nichts anderes als ein Doppel-K und Doppel-Z, warum auch immer wir CK und TZ schreiben. Aber die Regel, die Strategie ist die gleiche und daher führen wir das gleich weiter und greifen zurück auf das, was wir gerade erarbeitet haben. Dann kommt Verfassen von Texten. Das ist unsere vorverletzte und vorletzte Seite, eine Doppelseite in jedem Kapitel. Und wie ich schon heute vorhin gesagt habe, es ist immer eine Schreibintention, also erzählen, informieren, beschreiben oder berichten, appellieren oder nichts oder enthalten, denn notieren ist immer dabei. Wir sind immer in dieser Schreibspirale, wir planen einen Text gemeinsam, das ist meist auf der linken Seite, führen einen Text ein, also eine Textvariante oder eine Textsorte und setzen dann auf der rechten Seite in differenzierten Angeboten um, was hier gemeinsam erarbeitet wurde, in Gruppen, in Partnerarbeit, im Plenum, je nachdem, wie die Klasse arbeitet. Das heißt, auf der rechten Texteverfassenseite haben wir immer Angebote, die sehr einfach sind, wo das Kind selbstständig aus dem, was schon erarbeitet ist, etwas fertig schreiben kann, nur Einzelnes einsetzen muss. Das Zweite ist, wir geben noch Hilfestellung, so wie die Stützräder am kleinen Fahrrad, aber das Kind darf schon selbst seine Fantasie hier einbringen und soll es auch. Und die dritte Variante, wenn es drei gibt, manchmal sind es sogar vier, ist dann immer: Jetzt kannst du fantasievoll schreiben,
was du möchtest. Und der Bauplan, den hast du gerade hier gelernt, da geht's. Was auch zunehmend kommt, ist dieses Überarbeiten dann in Partnerarbeit, Gruppenarbeit, dass wir gemeinsam Texte präsentieren, auch gemeinsam drüber schauen und Überarbeitungsstrategien hier erwerben, die bis zur vierten Schulstufe wirklich in einem Kriterienkatalog, in einer Checkliste landen. Aber das wird ab der zweiten stufenweise eingeführt. Denn wir wissen, einen Text zu überarbeiten, ist eine der schwierigsten Kompetenzen, weil hätte ich selber gewusst, wie man schreibt, hätte ich es ja gleich richtig gemacht. Wir haben versucht, es aufzupeppen mit ein paar Ideen für Projekte, und zwar in Summe sind es 6. Jedes dritte oder vierte Kapitel hat keinen regelmäßigen Verfassen von Texten Doppelinhalt, sondern etwas, das wir den Sinnen widmen. Alle Sinne sind vertreten und es steckt einfach voller Ideen für viele fächerübergreifenden Themen, für Verfassen, für Zeichnen, für Sport, für Sachunterricht, was auch immer, und immer auch etwas zum Verfassen von Texten. Es ist ein Angebot für Projekte und das müssen Sie einfach anschauen, dann sehen Sie, was Sie damit am besten anfangen können. Und über die, das kann ich schon der Seite, die Kompetenzcheck-Seite, haben wir schon geredet. Es ist immer auch ein Lesetext dabei oder ein paar Sätze, an denen die Lesekompetenz, das sind die Sinnentnahme und so weiter, überprüft oder überprüft werden kann. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ganz unten gibt es eine leere Zeile mit einer Schatzkiste und da dürfen die Kinder oder sollen die Kinder aufschreiben, was sie denn für Wörter gelernt haben. Also es geht darum, dass das Wortmaterial ankommt bei den Kindern. Und wann kommt es an? Dann, wenn sie sagen, ja, das kann ich jetzt, das ist mein Wort, das habe ich jetzt so viel geübt oder das schreibe ich das nächste Mal, weil ich mag es so, es gefällt mir so. Und insofern ist das eine Individualisierung, die hier auch auf dieser Zeile hier gesehen werden kann. Also mein innerer Wortschatz. Wir haben uns jetzt überlegt und ein paar Aufgaben ausgewählt, um ein paar Hinweise zu geben, wie Sie denn im Unterricht damit umgehen können. Und darf ich ganz kurz noch was einbringen? Ja, und dann ich bin nicht sicher, ob alle den Chat auch mitverfolgen, weil die Frage durchaus ja eine gute Frage war, nämlich zu Lösungen, zu Aufgaben. Mhm. Also das kann ich schon seiten, das ist schon beantwortet. Wir haben immer wieder ganz viele Aufgaben, wo es Lösungen im Sprachbuch selbst gibt, die sind dann klein auf den Kopf gestellt, im Buch fürs Kind auch sichtbar, aber halt klein. Aber es gibt auch viele Übungen, wo es nicht die eine richtige Lösung gibt und da gibt es eben keine Lösungsangebote. Aber wenn es die Lösung, die eine richtige gibt, dann ist sie oft unterhalb für das Kind auch sichtbar und für Sie natürlich sowieso. Entschuldige, Marion, die gibt es in der dritten, vierten. In der zweiten haben wir keine am Kopf gestellt, nur dass Sie nicht suchen. Oh, Entschuldigung. Dritte, vierte. Mhm. Wir sind nicht mehr, wir kennen uns selber nicht mehr aus, was wir waren geschrieben haben. Ja. Es tut mir leid. Die Arbeit mit dem Wörterblock, möchtest du die? Ja, Regina, das könnten wir auch. Wörterblock, da liegt er. Also die Arbeit mit dem Wörterblock ist, Sie haben im Wörterblock, ich nehme jetzt irgendein Wort, das Wort Familie, Familien. Es gibt dazu diesen Leitfaden, wie gehe ich damit um? Das kennen viele von Ihnen aus unterschiedlichen Modellen. Das heißt, ich nehme diese Seite raus, es ist immer der Artikel auch klein dabei. Was da ist es. Ja, und da vorne ist auch abgebildet, ja. Das heißt, ich nehme diese Seite raus. In dem Fall ist es nur eine, weil es nur Einzahl-Mehrzahl-Wort gibt. Dann spuren wir nach, dann zerschneiden wir, dann vermischen wir, dann legen wir auf, kontrollieren, ist es richtig. Dann wird eingeklebt und in dem Fall wird das N hinten dazugeklebt und ich kann es hin und her klappen. Mal ist es da, mal ist es weg. Dann, wenn Sie im normalen A4-Heft zum Beispiel schreiben, würde das Kind das Wort üben, Sätze damit schreiben, das Wort verwenden. Wenn ich habe hier zum Beispiel schenken, wenn ich ein Verb habe, dann habe ich den Stamm in hellblau, der ist immer hellblau, der Stamm. Und hinten, Regina hat die Seite schneller gefunden, hinten kann ich dann das, was hier grau ist,
nicht. Und auf der nächsten Seite sind die Personalendungen. Ausschneiden, drüberklappen und hinherklappen und jedes Wort damit sozusagen sichtbar machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs schnell erklärt. Wie gesagt, das wird dann im Heft eingeklebt und drunter geübt. Es geht um dieses Sichtbarmachen von, das ist der Stamm, der ändert sich fast nicht oder gar nicht. Und da hinten, da vorne kann man was klappen. Das wird dann in der dritten, vierten noch mehr, aber da schneiden wir nicht mehr alle Buchstaben. Aber wir bleiben bei Sichtbarmachen, begreifen. Vielleicht ergänze ich noch oder wiederhole es noch einmal, weil man den Blog nicht gut sehen konnte. Also Entschuldigung, ganz kurz noch auf die Frage, der Wörterblock ist, also ich habe es immer zuerst gemacht. Ich habe immer zuerst mit dem Wörterblock gearbeitet, mit dem Wort und dann im Sprachbuch weitergearbeitet. Letztendlich ist es Geschmackssache, denn lesen können es die Kinder ja schon. Ja. Das ist in der ersten noch anders, weil da können sie das weder lesen noch schreiben, aber in der zweiten können sie es lesen. Das ist, wie es ihnen besser gefällt. Ich hätte es so gemacht. Es gibt kein richtig, kein falsch. Hier sieht man, wie die Seiten im Wörterblock aufgebaut sind, das, was du gezeigt hast, aber man nicht sehen konnte. Und man kann, das ist das Praktische, das wunderbar Praktische, man kann das so einfach abschneiden und muss das nicht auf irgendeiner Seite haben. Auch für die Kinder sehr praktisch und hier kann man es rausreißen. Das ist also ein perforiert, sodass es einfach handhabbar ist. Und was Sie hier sehen, ist ein leeres Blatt, symbolisiert ein Heft. Das heißt, mit dem Wörterblock arbeiten die Kinder mit einem eigenen Heft, in das sie das dann einkleben. Und zwar egal, welches Heft sie wählen. Ja. Und ich muss noch jetzt leider kurz ein Plädoyer für die Druckschrift machen, weil es gibt ja die Schreibschriftvariante zum Ausdruck. Ja. Allerdings haben meine Kinder oft sehr lang in Druckschrift geschrieben, denn ich bin draufgekommen, sie können sonst nicht mehr. Also wenn die ein Formular ausfüllen müssen in Blockschrift oder irgendetwas anderes schreiben sollen, dann haben sie die Schrift zu kurz gelernt. Und inzwischen gibt es ja fast nur mehr Länder, die dann eine verbundene Grundschrift haben. Aber es ist Kleinschrift lernen alles im Wandel und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ja, die Schreibschrift lernen Sie dann ohnehin schnell. Also ich finde es ganz gut, wenn die Druckschrift noch weiter auch hin und wieder benutzen. So, wir müssen da jetzt schnell drüber. Wir haben aber dazu schon vieles gesagt. Sprachliche Bildung. Ich möchte dazu nur sagen, dass eben aus dem Deutsch-Zweitsprachbereich kommend, aber auch zu sehen, die Welt verändert sich, die Welt der Kinder verändert sich, müssen wir zunehmend mehr an sprachlichen Kompetenzen in der Mündlichkeit arbeiten. Und dazu haben wir einfach ganz, ganz viele Angebote. Und zwar sehr wohl für Kinder mit nicht deutscher Erstsprache oder anderen Erstsprachen zur Konjugation, wie konjugiert man Verben, Satzbau nach Mustern, anhand von Beispielsätze eigene Sätze bilden. Die Satzklammer wird oft geübt, denn das ist eine garstige Besonderheit der deutschen Sprache, dass wir das Prädikat so weit auseinanderziehen, dass man nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht, sowohl beim Sprechen als auch beim Lesen, also beim Hören als auch beim Lesen. Wir haben ganz viel auch zu Rhythmik der Sprache, weil die Betonung ja wichtig ist für das Verstehen, zu Aussprache, das sind vor allem die Chants, die aber auch immer einen zusätzlichen Gedanken dabei haben. Und natürlich auch inhaltlich zu Kindergesprächen. Das heißt, die Mündlichkeit ist uns enorm wichtig. Und das ist der Bereich, dass jedes unserer Kinder im Erwachsenenleben für das gute Leben in der sozialen Gesellschaft brauchen wird, sich mündlich gut ausdrücken zu können und Hörverstehen zu üben. So, ich möchte noch ganz kurz hier was ergänzen. Sehen Sie das, der rote Ball? Der kommt nämlich immer wieder, der zieht sich durch. Und das ist dieses Verb, dieses Zeitwort, wir nennen es Zeitwort, das hier in diesem komplexen Satz, du hast schon gesagt, die Satzklammer ans Ende des Satzes kommt. Und das sieht man, weil es das Zeitwort ist, das nicht hier steht, sondern jetzt am Ende. Und das ist etwas, diese Aufgabe, die im Sinne der Worterarbeitung auch ganz zentral ist, im Sinne des Stammaufbaus, und das wiederholt sich auch. Die Kinder haben hier Sätze, und das sind nicht irgendwelche Sätze, sondern in diesen Sätzen kommen die Wörter in den wichtigsten Zeiten, Personalformen, danke, vor. Und was die Kinder hier machen sollen, ist nicht das Personalformprinzip aufzusagen, sondern einfach zu übertragen. Das heißt, der Satz wird gelesen
Und was ist der Stamm daraus? Das kommt in den Stamm eingetragen und was ist danach? Also es geht um Learning by, sie machen es nur, sie führen es nur aus. Und damit verinnerlicht sich diese Schreibung. Und zur sprachlichen Bildung noch zu den Satzklammern, die ich gerade gesagt habe. Es ist ja wirklich absurd und Sie erleben das ja in der Schulklasse sicher jeden Tag, ich kann mich gut erinnern, darf ich bitte aufs Klo gehen, schwimmen, hupfen, fliegen? Also diese Satzklammer ist eine Garstigkeit, an der wir auch mit deutschsprachigen Kindern ewig arbeiten müssen und daher wird sie immer wieder irgendwo hineingeschummelt. Und das muss ich Ihnen auch kurz aufsagen, damit Sie sehen, was für Wirkung das hat. Wir erarbeiten zum Beispiel das NG, diese Buchstabenkombination, die in der ersten einfach nicht thematisiert werden kann, weil so besonders, aber deswegen in der zweiten Klasse Platz haben muss. Und wie wird das erarbeitet? Nicht indem wir nur Wörter schreiben, das machen wir auch, sondern wir erarbeiten es anhand eines Chants. Und da geht so ding, ding, dong, so, jetzt muss ich zumachen, kann es nicht lesen. Ding, ding, dong, so meldet sich die Klingel. Ding, ding, dong, wer ist an der Tür? Das muss ich Ihnen einfach vormachen, weil damit speichern die Kinder etwas und in diesem Text, in diesem Chant, in diesem rhythmischen Sprechgesang kommt das ganz oft vor. Das ist nur ein Beispiel der Audioangebote, die sie durchhören müssen, damit sie sich davon überzeugen können. So, das wollte ich nur unbedingt sagen. Und über die Erzählkette. Nein, ich suche mir das Wichtigste aus. Schneller mache ich es nicht. Ich suche das Wichtigste aus. Die Erzählkette, über die haben wir schon geredet, aber darüber noch nicht ausreichend. Möchtest du oder soll ich? Du hast über, das schon. Über das Differenzieren in der gerne. Das habe ich vorhin schon anhand der verfassenden Texten. Aber hier sieht man es schön. Hier sieht man es deutlicher. Das heißt, hier sieht man wirklich, da wird gemeinsam in Gruppenpartnerarbeit, wie auch immer Sie das gerne haben, geplant. Da werden gesammelt, das wird notiert, also der Text wird geplant. Hier wird angeleitet geschrieben, das heißt, es sind Satzanfänge da, ich muss nur mehr einsetzen. Das, was wir hier überlegt haben. Oder ich traue mir mehr zu, oder meine Lehrerin, mein Lehrer traut mir mehr zu. Da habe ich Satzanfänge, die mir helfen können, baue das aber selbst auf. Das heißt ja nicht, dass ich nicht da hinaufschauen kann. Oder ich schreibe ganz frei, hier geht es offensichtlich um die Personenbeschreibung und dann stellen wir vor und tauschen aus. Das heißt Differenzierung pur. Ja. Für jeden. Das aber es ist nicht gedacht, alle machen alles, sondern je nachdem, wie die Kompetenzen sind. Auch sonst bauen wir Textkompetenz auf, weil ja immer wieder Kinder selbstständig Sätze erfinden müssen, verfassen müssen, Texte einen Handlungsverlauf nachvollziehen. Wir arbeiten am Wortschatz, an Stilmitteln, direkte Rede, was kann ich am Satzanfang verwenden und so weiter. Das heißt, ganz viele der Übungen im restlichen Kapitel führen natürlich zur Textkompetenz hin, um später einen frei verfassten Text schreiben zu können. Wo haben wir Differenzieren, Individualisieren noch? Eigentlich überall. Das heißt, wir haben ganz viel, und das war auch meine Antwort vorhin, mit gibt es Lösungen, also offensichtlich in der zweiten doch noch nicht, erst in der dritten. Ich kann oft selbst wählen. Ich kann Sätze ergänzen, selbst fertigstellen, nach meiner Kreativität, nach meiner Vorstellung. Ich muss nicht, also wir haben fast immer viel mehr Angebote, als ich hier brauchen kann, damit ich wählen kann. Und noch ein Punkt, 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 ich darf auch was ganz Eigenes nehmen. Ich muss nicht, es gibt kein richtig falsch. Also uns ist ganz wichtig, es gibt nicht nur richtig und falsch, sondern es gibt viele Wege führen zum Ziel. Bei diesen Übungsangeboten, Übungs 1, 2, 3, wählt das Kind, die Lehrerin, das ist ihre Entscheidung, nicht unsere, welche dieser Zeilen schreibe ich, wie viele davon schreibe ich, wie gehe ich damit um. Und das nicht deutschsprachige Kind, das vielleicht noch wenig kann, wird wahrscheinlich nur die erste Zeile einmal abschreiben oder Sätze aus der Übung abschreiben. Das wäre das Zweite, das kreuzen sie an oder das Kind kreuzt es an. Und es ist aufbauend immer schwieriger, das heißt, die vierte Zeile ist immer etwas sehr Freies. Ich kann mit dem, was ich gelernt habe, jetzt frei arbeiten. Und damit ist zwar für jeden eine Übung gegeben, aber Sie müssen nicht alles aus dem Ärmel schütteln und neu erfinden.
Ob das eine Schulübung, Hausübung, Zusatzübung, was auch immer ist, ist ganz gleich, sind einfach Übungsangebote, die aber so gewählt sind, dass für jeden Tag was da ist. Vielleicht gehen wir gleich auf die Frage ein, weil was wir hier sehen ist, ja, schau, eine Hausübung, ein Hausübungsangebot in Druckschrift und eines in Schreibschrift. Wir ändern ab Band B, also ab Mitte des Schuljahres bieten wir diese Angebote in, ich muss jetzt schauen, Schreibschrift an. Ja, ich habe es neben mir liegen, ich schaue danach und schreibe es in den Chat. Ja, gut. Das heißt, einführen von Beginn an, sobald Sie der Meinung sind, die Kinder können damit konfrontiert werden, sie schaffen das und zwar sukzessive. Und ich habe das in meiner Klasse immer so gehandhabt, dass ich dann, wenn ein Großteil der Buchstaben schon in Schreibschrift erarbeitet wurden, dass ich gesagt habe, wer möchte, kann schon eine Zeile aus dem Text in Schreibschrift schreiben oder zwei, sehr individuell gehandhabt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt dann... Aber, gestimmt ab Band B. Ja, genau. Ab einem gewissen Zeitpunkt dann sollten alle damit schreiben, möglichst. Aber sehr, ja, sehr sukzessive und langsam und individuell einführen. So, vielleicht... Forschen und entdecken. Ganz kurz noch zu forschen und entdecken. Das Ziel ist wirklich dieses selbstständige Erforschen und Formulieren und Sprechen über Sprache. Das habe ich vorher schon bei den blauen Kästchen am Rand gesagt. Das heißt, immer ist das Ziel, wir kommen drauf, wir untersuchen Sprache, wir kommen drauf, komisch, das geht nicht, oder hey, cool, das ist immer so. Das überblätter ich. Das möchte ich gerne erwähnen. Entschuldigung. Das trage ich jetzt trotzdem. Das sind einzelne Seiten aus beiden Sprachbüchern. Und was wir hier, es geht immer ums Gleiche, es geht um kurze und lange Vokale. Kurze und lange Vokale, an die die Kinder sich gewöhnen. Unabhängig davon, was das jetzt für die Rechtschreibung bedeutet. Diese Doppelmitlaute, ja, dass wir die thematisieren und die Regel ableiten, das ist erst Punkt 4. Das heißt, wir beginnen einmal damit, nur einmal gegenüberzustellen Wörter, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Also hier steht zum Beispiel Hase und Hand. Und die Kinder ordnen sie in diese Laden, die eine große Rolle spielen, kurz oder lang. Kurz wie der Ball oder lang wie der Faden. Nur einmal wahrnehmen, hören und aus. Auch in der zweiten Folge sozusagen, in diesem aufgebauten Training, in einem anderen Kapitel geht es um kurze und lange Ö, Ü und Ä. Und dann um das lange I. Das ist Nummer 3, das lange I. Und erst in einem weiteren Kapitel erkennen die Kinder anhand dieser Wörter, und hier haben wir jetzt nur Wörter und die Seite ist wirklich zentral, die kurze Vokale haben, aber mit unterschiedlicher Konsequenz. Das heißt, hier ordnen die Kinder, schreiben die Kinder die Wörter auf und sie sind alle auf dieser Seite und die andere ist leer. Und dann kommt die zentrale Frage, ja, warum ist es leer? Und daraus kann man dann eine Regel ableiten. Das heißt, hier auf dieser einen Seite bleibt ausnahmsweise, und da muss man genau lesen, die Lade leer, aber das sehen die Kinder, wenn sie diese Seite bearbeiten. Wir sind bei den Zusatzangeboten. Über den Materialienband hat Marian schon gesprochen. Liebe Maria, ich übergebe an dich. Sehr gut. Ja, herzlichen Dank. Ich darf noch kurz ein paar Informationen weitergeben. Es wurde zum Teil auch schon danach gefragt. Ich möchte kurz noch erklären, wie Sie das Bonusmaterial abrufen können. Das Bonusmaterial ist nichts anderes als weiterführendes Material zusätzlich zum Materialienband. Sie finden, oder ich sage es der Reihe nach, so wie es hier steht, gehen Sie einfach auf die Plattform Skook, melden Sie sich dort an, navigieren Sie zur Produktübersicht und dann geben Sie dort in das Feld mit dem Zugangscode einen Code ein, um das Bonusmaterial kostenlos freizuschalten. Wo befindet sich der Code? Da blättern Sie einfach im Materialienband ganz nach hinten auf der Umschlaginnenseite. Hier sehen Sie das beispielhaft auch abgebildet. Finden Sie dann einen Code vor, den geben Sie dort
dann einfach ein aufs Cook und schon können Sie das Bonusmaterial kostenlos freischalten. Es gibt auch interaktive Übungen zu Sprache Steinpapier 2. Wenn Sie das Sprachbuch mit CD-ROM bestellt haben, dann haben Sie diese zur Verfügung. Was beinhalten diese Übungen? Es sind Übungen zu den Bereichen Wortschatz, Hören, Lesen, Schreiben, Texte verfassen, Rechtschreiben und auch Sprachbetrachtung. Wenn Sie diese Übungen auch online nutzen wollen, ist das kein Problem. Gehen Sie aufs Cook und aktivieren Sie diese online, also diese Übungen als Plusmodul auch online. Es funktioniert gleich wie mit dem Bonusmaterial. Einfach den Zugangscode eingeben und auch hier befindet sich der Zugangscode zu den interaktiven Übungen auf der CD-Hülle in Ihrem Sprachbuch, also zum Beispiel Ihrem Lehrerhandexemplar hinten drinnen, wo eben die CD eingeklebt war. Da finden Sie dann einen passenden Code, mit dem Sie auch die interaktiven Übungen kostenlos freischalten können. Falls Sie das Buch nicht mit CD-ROM bestellt haben, dann können Sie das nachträglich ändern und einen Umtausch vornehmen. Hier steht es, wie das funktioniert. Am besten wenden Sie sich einfach an Ihre Schulbuchreferentin, Ihren Schulbuchreferenten an Ihrer Schule, damit er einen Umtausch vornimmt und Sie dann das Buch mit CD-ROM auch nutzen können und dann auch eben die interaktiven Übungen einsetzen können. Wenn Sie das nicht machen möchten, sondern einfach die interaktiven Übungen, also das Plusmodul extra separat erwerben wollen, so ist das auch möglich. Also außerhalb der Schulbuchaktion gehen Sie einfach auf unsere Website und kaufen Sie das Plusmodul ein. Dann bekommen Sie genauso auch einen Freischaltcode per Mail zugeschickt und können dann diese interaktiven Übungen einsetzen und verwenden. Zum Thema E-Books. Wir bieten das Sprachbuch als E-Book-Version an, kostenlos für alle Verwenderinnen und Verwender des Sprachbuchs. Es sind auch sämtliche Audios da verknüpft und können vom E-Book aus abgespielt werden. Sie müssen nichts weiter tun, als sich einfach aufs Cook anmelden und zum E-Book hinsurfen, quasi das E-Book öffnen und ja, und dann können Sie es auch schon nutzen mit vielen zusätzlichen Materialien, Gratis-Materialien. Beispielsweise gibt es zu den Das kann ich schon Seiten Lösungen im E-Book, die Sie öffnen, ausdrucken, downloaden können. Im Übrigen gibt es auch den Wörterblock in Schreibschrift. Dort exklusiv für Verwenderinnen auch zum Aufblenden und Ausdrucken, der dort eben zur Verfügung gestellt wird, direkt im E-Book von Sprache Steinpapier 2. Gratismaterialien habe ich schon angesprochen. Hier gibt es auch eine Fülle an Dingen, die Sie verwenden können, runterladen können, zum Beispiel auch eine Jahresplanung im bearbeitbaren Word-Format. Karteikarten gibt es auch. Einfach reinschauen und nutzen. Hier nochmals eine Bestellübersicht mit allen Komponenten und Bestandteilen von Sprache Steinpapier 2 und auch zum Dreierband finden Sie hier alle Bestandteile. Im Grunde ändert sich hier von den Komponenten her nichts. Es wird einfach fortgesetzt und Band 4 wird ja in diesem Schuljahr erscheinen. Maria, hast du die beiden Fragen gesehen im Chat? So im Buch ist ja, kein Code. Ja, schaue ich gleich. Ich kann es nicht beantworten. Okay. Müsste sich schon befinden. Am besten, ich tippe dann eine Antwort rein mit einer E-Mail-Adresse, wo wir uns dann in Verbindung setzen können, um das zu klären oder zu erklären oder Umtausch vorzunehmen, falls da irgendein Fehler passiert ist. Aber der müsste drinnen stehen. Hier nochmals Ihre AnsprechpartnerInnen vor Ort in Ihrem Bundesland. Auch diese Damen und Herren stehen gerne zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Sie oder auch an unsere Kundenberatung. Hier die Kontaktdaten für Sie.
Danke für Ihre Teilnahme und viel Spaß und Vergnügen mit Sprache Sternpapier 2. Und das Schlusswort überlasse ich jetzt den beiden Autorinnen noch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen nur das Beste, das Allerbeste mit Friedrich, Sprache, Stein, Papier und einem tollen Start nächste Woche. Noch ein paar schöne Ferientage. Dankeschön. Auch ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen einen guten Wiedereinstieg mit großer Wiedersehensfreude, hoffentlich mit Ihren kleinen Hasen. Sie sind ja immer noch sehr kleine Hasen. Und danke, dass Sie bei diesem Sommerwetter uns Ihre Zeit gewidmet haben. Viel, viel Freude, viel Spaß mit Sprache, Stein, Papier, aber vor allem mit den Kindern. Tschüss. Ah, Friedrich muss doch winken. Heute darf er. So kindisch sein, muss man sich nicht.